Wunderschönen guten Tag, Leute. Nach 11 Stunden und 300 Kilometern im Bus sind wir jetzt in der nächsten Stadt, Antigua. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Hola a todos, pollo a la lena, porfa. Wow, Leute, eine gute Stunde später ist unser Essen jetzt angekommen, aber es schaut so geil aus. Kartoffel. Die werden hier auch am Grill unten gemacht. Fleisch aus dem Grill, Salat. Schmeckt sehr, probier. Ich hab schon probiert, das ist mega lecker. Ja, und hier gibt es immer noch so ein Brot dazu. Habt ihr ja gesehen, wie die hergestellt werden, vorn, hinten. Ja, und auch die Location hier. Richtig traditionell, wunderschön. So haben wir es am liebsten. Wow. Leute, das Fleisch ist so zart. Und die Kartoffeln so lecker. Jesse hat es gerade gesagt, das ist auf jeden Fall eines mit der besten Essen, die wir je hatten. Also richtig, richtig lecker. Props ging raus an den Griller. Oh, Bäuche vollgeschlagen. Es war richtig, richtig lecker. Und jetzt geht es bei uns zu Fuß zu einer Aussichtsplattform. Von dort kann man den Sonnenuntergang. Upsala. Von dort kann man den Sonnenuntergang beobachten hinter den Vulkan. Und der Himmel ist ganz frei, nicht so viele Wolken, vielleicht haben wir Glück und es wird richtig schön. Wow, Leute, mittlerweile sind wir am Ende von der Stadt und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist irgendwo der Vulkan, da, der da, oh, wo die Wolke drüber ist. Ja, genau, da. ja, da ist die Aussichtsplattform, da laufen wir jetzt hin und es schaut von hier auf jeden Fall schon wunderschön aus mit dem Vulkan im Hintergrund. Es sind noch ein paar Wolken drüber. Einfach hoffen, dass die weggehen und dann wird es ein richtig geiler Sonnenuntergang über dem Vulkan. Oh, Stufe, Stufe, Stufe. Warum muss immer alles nach oben gehen? Was Schönes, Jesse. Jeden Tag laufen wir irgendwo hoch. Warum gibt es nie unten irgendwas Geiles? Schaut mal, wen wir gefunden haben. Hey, Alex! Was geht ab? Hat der Volcano-Hike nicht gereicht? Wir haben es geschafft und schaut euch die Aussicht an. Wahnsinn! Da der Vulkan. Wow, da auf der Seite sind noch zwei Vulkane, die sieht man jetzt aber nicht, aber wow.